So, und weiter geht's. Wie ihr seht, wir haben jetzt auch schon, oder wir können jetzt die Zauber auch schon ziemlich oft benutzen. Zum Anfang waren es, glaube ich, 4 Benutzungen am Tag, jetzt sind wir auch schon bei 7. Ist doch wunderschön. Zumindest bei brennende Hände und magisches Geschoss. Und von dem Zauber aus dem zweiten Zaubergrad, den wir als Frosch bekommen haben, können wir wenigstens schon mal 4 mal benutzen. Wir werden hier weiter das Bettlerviertel leer machen und wir brauchen hierfür die Fackel. Das war F4. Und wir bekommen 25 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ah, die können wir an. Ah, Markus Leiche. Ist das nicht der, den der Hauptmann vermisst hat? Ah, sieht so aus. 50 Gold bekommen wir noch und ein Zauberstecken. Interessant. So, gehen wir mal wieder auf Armbrust. So. Aventurin, 2 Gold und ich denke mal, die Truhe wird abgeschlossen sein. Jupp, ist er. Machen wir mal. Nee, das war falsch. Dass ich sie später auch wiederfinde. Okay. Einfach auf okay. Da habe ich aber gerade ganz schön auf die Enter-Taste geschlagen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich glaube, die war auch abgeschlossen. Oh, wo kommt die denn her? Wo kommen denn die jetzt alle her? Na nö. Gehen solltest du auch schon mal. Ja, manchmal hat das mit der Wegfindung halt. Ah, ich mache einfach einen Tee, das reicht auch. Weiß ich ja Bescheid. Irgendwie laufe ich jetzt gerade im Kreis, kann das sein? Ah, die habe ich auch vergessen. Malachit. Ah, das klingt schon ein bisschen wertvoller. So. Hier bekommen wir Diebeswerkzeug. Plus 1 brauchen wir nicht. Oh, nichts mehr los hier? Ach doch, da hinten. Nur mal kurz selber gucken. Was ist das? F8? Habe ich jetzt auch ein bisschen doof gemacht. Ha. Das macht doch gleich mehr Spaß, oder? Mal schauen, wie der Säurefall noch aussieht. Ach. Ja, langsam fühlen wir uns wie ein Magier. Habt ihr gerade eine Bewegung gesehen? Ich hoffe, das war nicht irgendein Zombie, der sich ranschleicht. Nein, dann bilde ich es mir bloß ein. So, das ist hier ein Lagerhaus. Ja, das mache ich alles dann, sobald ich draußen alles fertig gemacht habe. So, was ist das hier für ein? Werden wir danach mal gucken. Was ist hier los? Nichts ist hier los. Ups. Da war gerade ein bisschen Leck. Mal gucken. Oh, da sind welche. Kann ich die in eine Linie locken? Das sieht doch wie eine Linie aus. Okay. Ja, langsam macht es mir Spaß. Ich hoffe, euch auch. So, da hinten weiß ich nicht, was er anzeigt. Oh, der war aber gerade nicht da, der hier vorne steht. So. Otano, von Digama! Das geht doch alles sehr viel schneller als davor. Und nochmal. 12 Schaden, sehr schön. Wie oft muss ich da mit einem Kältestrahl draufhalten? Und der letzte von den Säurepfeilen, die ich heute aussprechen kann. Bis zur nächsten Rast. Na komm, nochmal magischer Geschoss, magisches Geschoss hinterher. Oh komm, der war aber gerade nicht da, da bin ich mir ganz sicher. Das sieht wieder aus, als ob wir unsere Fackel brauchen. Genau, F4. Und weitere 25. Na, sollte das nicht brennen, richtig? Das andere hat richtig gebrannt, oder? Hm, egal, F2. Beladener Wagen. Mit 8 Gold. Oh mein Gott.
Das ist zu viel. Noch ein verbarrikadiertes Haus. Davon haben wir schon ein paar gehabt. Und da haben wir ein seltsames Gebäude, verbarrikadiertes und noch eins. Ah. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Da oben. Ah, ich denke mal, eins davon ist bestimmt abgeschlossen. Ist wahrscheinlich die Truhe. Nein, ist sie nicht. Das wollte ich öfter sagen. Ein Kupferring. Naja, so wirklich überzeugend ist es nicht, was ich hier finde. Das sieht aus wie ein schönes Gebäude. Ist noch nicht aufgedeckt. Aber sieht aus wie ein Tempel, oder? Was sagt das? Helmtempel. Mhm. Da geht's hoch. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht hochgehen. Ah, anscheinend können wir durch Feuer laufen, das stört uns gar nichts. Weiterhin 4 Gold. Stille. Hinten haben wir noch 2. So. Ins Haus gehen wir jetzt erstmal nicht. Also wir haben jetzt so bloß immer Goldstücke. War ich da nicht gerade? Ja. Goldstücke gefunden und Heiltränke ist an und für sich nicht schlecht, aber ich möchte gerne ein bisschen was Besseres finden. Machen wir nochmal einen Tee hier hin. Na nü. Ich habe gerade jemanden, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch da jemanden gehört. Kommt ja nicht näher. Hä? Hey? Willst nicht geholfen werden? Ist da? So geht das. Oh. Aber wir können nichts mehr zaubern. Außer den Kältestrahl. Was machen wir denn da? Reden wir erstmal mit dem Bürger. Ich grüße euch. Bürger, weiß dich aus. Oh, rennt weg. In das Haus. Ach, interessant. Ich habe gedacht, die rennen jetzt immer alle nach vorne zu dem Hauptmann, aber anscheinend machen sie das nicht. So, hier vorne war nochmal eine T. Drei Gold. Diebeswerkzeug plus 1. Scheint immer wieder so dasselbe zu sein, was wir hier finden. Neuen Pfeile, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Nochmal eine Goldmünze. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Reichtum machen soll. Können wir hier uns... Ja, können wir. Ruhen wir uns nochmal aus. Im Prinzip müssten wir ja fertig sein. Also, es sei denn hier oder hier waren noch Zombies. Aber wenn hier welche gewesen wären, hätten wir uns nicht ausruhen können. Und ich glaube, hier hinten haben noch die 2 gewartet, die wir schon aus den Augenwinkeln mal gesehen haben. Da oben ist auch noch was, da müsste ich jetzt rumlaufen. Markiere ich einfach mal. C für checken. So, ich glaube, das hatten wir hier. Da haben wir doch angefangen. Aber wir haben es nicht. Ach genau, hier hinten war ja die... Nee. Moment, wo haben wir angefangen? Da haben wir angefangen. Warum haben wir das hier noch nicht gemacht? Wir... Doch, hier waren wir. Achso, jetzt bin ich ja... Ich mach mal schnell das hier, das weiß ich noch genau. Ne, hier war ich ja auch noch nicht. Fällt mir gerade so ein. Da bin ich ja dran vorbeigelaufen. Ich wollte hier rein, aber... Ich hab's dann doch nicht gemacht. Überall bloß Goldmünzen. Ihr könnt es ja hier unten sehen. Auch auch alles bloß so Kleckerbeträge. Nichts, was sich so wirklich lohnen würde. Gehen wir mal hier rein. Was steht da? Cyrils Bäckerei. Aha. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht gegen ein Zombie-Brot oder so kämpfen. Achso, ich wollte die rausschneiden. Ach, zu spät. Ui, Zombie. Otano, voll Digama! Oh, die... Wieso ist der nur verletzt?
Wieso ist der nach 6 Schadenspunkten nur verletzt? Die scheinen ein bisschen schwerer zu sein als die Zombies, die wir so kennen. Müssen wir vielleicht doch mal mit. Ah, 13, das hat gesessen. Aber das war der, den wir auch mit 6 schon getroffen hatten. Ah, dann nehmen wir mal den Säurepfeil. Der macht nämlich noch zusätzlich Säureschaden über die nächsten 2 oder 3 Runden. Ach, brauchen wir gar nicht. Aber die haben auch 63 Erfahrungspunkte gegeben. Die waren anscheinend doch ein bisschen mehr wert. Was hat er denn? Das war jetzt Cyrils Leiche mit einem Sauerteigrezept. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir das für irgendein Quest brauchen werden. Da haben wir Goldmünzen und Feenstaub gefunden. Ich glaube, das Feenstaub, das ist einer dieser Ingredienzien, die wir für diesen Schmied da in dem Hinterzimmer von dem Klingenhandel... War das das Klingenhandel? Nein, das war... Wie hieß denn das Ding? Helme und Rüstung für den strahlenden Ritter oder so. Genau, der konnte uns doch auch solche Ingredienzien, irgendwelche Gegenstände schmieden. Das war einer davon. Och Mann, jetzt rede ich ja schon wieder in die Ladebildschirme rein. Ich wollte die ja rausschneiden. Mach ich ab den nächsten Part. So, mal gucken. Oh verdammt, ich muss mal kurz eine Pause machen hier. Bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Ah, war bloß jemand an der Tür. So, genau, in die Mitte wollten wir noch gehen. Haben wir noch ein Fass, was wir uns angucken können? Können wir mal ein Fass aufmachen? Ha. Die Kiste hatten wir aber auch noch nicht. Oder Kasten heißt das sogar. Sehr schön. Ah, wir wollten in die Mitte. Sollen wir wirklich Truhe? Für diese Möbel sterben? Sie sind von deiner Mutter und riechen komisch. Das ist aber gar nicht gut, wenn die Möbel schon anfangen komisch zu riechen. So, bevor wir mit denen reden, werde ich noch das Fass hier. Aha, irgendwie erzählen die dumme Säcke. Sprechen wir mal gleich mit dem Mann. Ich hoffe doch, Aldo ist ein Männername. Passt bloß auf. Egal, wie tot ihr seid. Ich mach euch noch toter bei meiner Seele. Genau, tot, tot am tötesten, oder was? Okay, was ist hier los? Aha, Hector. Vermissen sie. Gut, werden wir mal schauen, ob wir den irgendwo finden. Ja, der Wagen sieht tatsächlich ein bisschen kaputt aus. Was machen wir denn da? Zombie, Bastarde. Gehen wir in das verbarrikadiertes Haus zuerst. Ich mache die ganzen geschlossenen Truhe, mache ich dann in einem Aufwasch, also zusammen mit denen, die in den ganzen Häusern dran sind, mache ich mit meiner Pixie dann einmal offscreen und ich denke mal, das ist das Beste, bevor ich jetzt anfange, immer wieder die Pixie zu rufen, dann wieder, sie dann wieder zu entlassen, dann wieder zu rufen, wieder zu entlassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt hier alles schon geguckt hat, ich glaube nicht. Müssen wir nochmal nach der Zeit gucken. Ah, ein kleines bisschen habe ich noch. Dann bist du jetzt durch. Hallo, ich wollte die haben. Was siehst du? Ah, geisterhaftes Antlitz erschrecken. Wenn ich die gebrauchen würde, wollen würde, wie auch immer, dann hätte ich sie schon längst drin, aber ich brauche sie eigentlich nicht. Obwohl das geisterhafte Antlitz ist gar nicht mal so schlecht, den werden wir uns auch als richtigen Spruch demnächst holen. Ah, da oben noch, da oben noch. Kasten, Aufstieg und Fallen, Nesserlies, ich glaube, das hatten wir schon mal, das lasse ich. Und eine Truhe, die abgeschlossen ist, mache ich nochmal einen Marker hin. Das ist nur für mich, dass ich dann nachher nicht hier eine halbe Stunde durch die Stadt renne und das alles nicht finde. So, was sagt die Zeit? Wir haben noch, glaube ich, 20 Sekunden. Ist egal, da schaffen wir das Haus jetzt eh nicht mehr, also mache ich hier ein Save und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.